Einmal kam zu mir ein Journalist, der hat mir gesagt, ja, ich will euch von einer anderen Seite zeigen, von der menschlichen Seite, weil die Presse immer von euch schlecht redet. Ich habe gesagt, pass auf, ich weiß, dass du lügst, aber ich gebe dir die letzte Chance, weil ich nicht mehr mit der Presse zu tun haben will. Letzte Chance. Auf jeden Fall, der hat mich nach ISIS gefragt. Ich habe gesagt, und ISIS war am Anfang damals. Ich habe gesagt, ISIS sind Khawarij. Es gibt auch kleine Kinder hier aus Deutschland, die sind bei ihnen, weil die keine Ahnung vom Islam haben. Die sind Khawarij, die sind auf dem falschen Weg. Wir sind damit nicht einverstanden, was sie tun und sowas. Und ich habe ihnen gesagt, ich sage dir das aus religiösen Überzeugung, nicht weil ich Angst vor dir oder vor Sicherheitsbehörden oder Polizei oder habe. Da habe ich ihm gesagt, aber sei ehrlich. Abend, was kam in TV? ISIS-Unterstützer in Deutschland, der Imam von Leipzig. Ich habe das nicht geglaubt. So ein Lügner, ich habe ihn angerufen, ich habe ihm gesagt, so habe ich gesagt. Der hat gesagt, ja, das kommt nicht von mir, der Chefredakteur hat das gemacht. Deshalb, Barakallahu fikum, sind wir vorsichtig bei solchen Themen. Wir haben uns manchmal Leute geschickt, ja, Student, ich will eine Forschungsarbeit machen, am Ende waren sie mit Verfassungsschutz. Eine Frau war bei uns hier ein Jahr lang. Die kam in die Moschee und so weiter. Am Ende, sie hat einen Bericht für den Verfassungsschutz geschrieben. Und deshalb